Hallo, nochmal herzlich willkommen. Einmal wieder hier zurück zum PC Building Simulator 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. So, es geht weiter. Zwei Aufträge. Einmal ein Upgrade und einmal eine Anpassung. Hier sollen einfach nur wieder Aufkleber ans Gehäuse angebracht werden. Gleichzeichen. Und das hätte er gern. Und wenn es möglich wäre, noch ein paar Kabel in Kunststoff gelb. Bringt uns jetzt nicht wirklich viel Geld ein. Aber ist okay. Für ihn machen wir das. Gelb, gucke ich mal. Kunststoff, flaches Band, Band Kunststoff. Na komm, machen wir das Ganze hier rein. Machen wir es, wenn es geht, am nächsten Tag. Dann passt das hier schon mal. Und hier ist ein Upgrade drauf. Und zwar Cinebench im Multicore soll mindestens 1500 mit erreichen, ja? So, er möchte einen Cinebench benutzen und eine CPU installieren, die einen Leistungswert von 1500 oder höher erreicht. Gut, das kriegen wir hin, Bauteile. Und das scrollen wir mal hier die ganzen Grafikkarten runter. Waren das jetzt 1500? Ein Cinebench im Multicore von 1500. Cinebench ist nicht gleich das hier, ne? Das ist Daten der Benchmark-Hersteller. Weil wenn es um 1500 geht, dann müsste da ein G3950 rein. Und der hat jetzt ein i5-6500 drin. i5-6500. Und er macht ein Cinebench, also der macht ja hier schon 3437. Ne? Wild. Ja, ganz ehrlich, da lasse ich den erstmal ankommen und gut ist. Auch, oder das Spiel erklärt uns, für diesen Auftrag musst du einen aktuellen Cinebench-Score des USB-Kunden herausfinden. Du musst die App über einen USB-Stick installieren, wenn er eintrifft. Also wir können jetzt im Vorhinein eh erstmal nichts machen. Das ist ja das, was ich wissen wollte, liebes Spiel. So, was gibt's denn hier Neues? Ja. Sag mal, kann ich eigentlich in meinen PC-Shop einen komplett neuen PC verkaufen? Also, ich baue mir selber einen auf und verkaufe den dann hier? Ist das möglich? Wäre ja mal eine Idee zu überlegen, ne? Einfach mal so aus Just for the Lulz, ne? Ob wir damit Gewinn machen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber interessant würde ich es schon mal finden. Vor allen Dingen mal so ein richtiges, also vielleicht machen wir das jetzt noch nicht jetzt, aber vielleicht am nächsten Tag. Mal so schön auf Dings und mal ein bisschen schön übertreiben. Hätte ich schon mal Bock drauf. So. Blum. So. Dann kriegt er erstmal seine komischen Gleichzeichen. Hier. Drei Stück will er dafür. Von mir aus. Und dann wollte er ja von uns noch gelbe Kabel haben. Die kriegt er natürlich in dem Fall auch. Da sind wir ja, Kollege. Läuft.
So. Gut, dann ist der Auftrag fertig. Und hier müssen wir mal kurz gucken. Ja, ist mir schon klar. So, dann lass es mal starten. Cinebench R20. So, Cinebench R20 ist eine Benchmarking-App, um die CPU eines Computers in ihrer Rechenleistung zu bewerten. Die CPU kann mit Single- oder Multicore getestet werden. Dann führen wir das Ganze mal aus. Dann wird der Render-Test hier erstmal durchlaufen. Das dauert ja wieder ewige 90 Jahre. Und ich kann währenddessen, weil das ein Tutorial ist, auch nicht vom PC weg, sondern wir sind hier gefangen. Finde ich gut. Das heißt, wir müssen uns diesen wundervollen Renderprozess jetzt auch in voller Gänze anschauen. Ich hätte dann nämlich schon gerne mal in der App nach, aber ja, gut. Dann gucken wir uns das Ganze halt hier an. Ist in Ordnung. Das Cinebench-Bild haben wir ja schon länger nicht mehr gesehen. Wir hatten ja, man hatte ich das letzte Mal vor 2-3 Folgen so ein Cinebench gemacht. Einfach nochmal so aus Jux und Dollerei. Weil ich mal wissen wollte, was rauskommt. Aber da waren wir der Zeit wieder voraus, wie man so schön sagt. Ja. Wir waren der Zeit einfach voraus. Bin ja mal gespannt, was bei so einem i5-6500 mit 4 Kern und 3,6 GHz so rauskommt. Beziehungsweise noch eher interessanter, was für eine CPU brauche ich, um 1500er Score zu kriegen. Und an was mache ich das fest? So, wir haben es fast durchgerendert. Nur 2 Zeilen. Sehr schön. Hier wird die Punktzahl für die CPU angezeigt. 1408, ist richtig. Hier siehst du den Rang deiner CPU in Orange. Dieses Gramm zeigt dir auch, welche Scores mit anderen CPUs erreicht werden können. Für diesen Auftrag musst du einen CPU-Score von mindestens 1500 erreichen. Die CPU ist die niedrigste, die Anforderung erfüllt. Also ein i5-6600K. Okay, verstehe. Damit hat sich auch die Frage beantwortet, wie finde ich das raus? Also gehen wir in hier rein, 6600K, verbinden das Ganze hiermit und gehen schon mal zur Kasse. Vielen Dank. Und währenddessen kann der dann hier erstmal darüber gestellt werden, dass ich hier mehr Platz habe. So, das haut hin. Gab allerdings nur 3 Sterne. Aber mit den alten Kabel sieht doch ein bisschen... Was denn für alte Kabel? Ich habe neue Kabel da reingehauen. Ach, leck mir. Mein Gott, noch eins. Ihre Stromrechnung, 540 Euro, bezahle ich. Vielen Dank. Ich habe doch gelbe Kabel damit reingebaut. Ah, egal. Eine CPU mit Wasserkühlung versehen. Meine CPU ist zu langsam, ich brauche mehr Geschwindigkeit. Ich werde es später selbst overclocken, brauche aber eine Wasserkühlung, damit ich maximal OC'en kann. Hab eine Wasserkühlung gefunden, die mir gefällt. Ich kopiere den Namen hier rein. CWB RGB. Bitte installieren. Thank you. Der hat eine 89 Ti. Da muss ich erstmal kurzerhand wieder gucken, was das sein soll. CWB RGB. Oh Gott, CWB RGB, das Ding hier. Achso, ja, CPU, nicht GPU. Ich habe da GPU gelesen. Das ist aber eine CPU. Mit einem Intel i9. Ja, kriegen wir hin, denke ich mal. Also.
Aha. Aber an was mache ich das eigentlich fest wegen den Pumpen? Kann ich das, ist der Einbauhöhe, der Wattzahl? Das ist eigentlich relativ, das kann ich dann halt handhaben wie ein Dachdecker. So, ein einfacher Radiator. Gut. Sehr gut. Na, immerhin nimmt uns da das Spiel noch ein bisschen an der Hand. Da können wir wenigstens da nichts verkehrt machen. So, der Prozessor ist bestellt, glaube ich zumindest. War der bestellt, ne? Ja, der ist bestellt. Das haut hin, das haut hin. Himmel bei Sonnenuntergang hätte er gern. Das muss in 4 Tagen abgeschlossen werden. Bekommen Sie, bla, es scheint ganz schön Staub angesammelt zu haben. Ja, das kriegt man auch hin. Sehr schön. Aber hier ist jetzt aktuell, na, guck mal, hier ist über 500 Euro Gewinn mit drin. Hier ist einfach nur der AMD im Eimer. Dann gönnen wir uns das doch gleich mal. Also AMD Ryzen 5 ist da im Eimer. G-Skill 16 GB, 2 1080 Ti's, das läuft auf jeden Fall. 2 Be Quiet Dinger. Ist da nur der Prozessor im Eimer? Das wäre ja wie bitte schön. Aber ich habe, glaube ich, gebraucht und defekt. Das ist 6-Core. Also ein 6-Kerner. Ich könnte hier eigentlich einen günstiger, also den, den ich noch habe, mit reinbauen. Das wäre, glaube ich, weniger das Problem. Machen wir den zwar ein bisschen, theoretisch gesehen, ein bisschen schwächer. Ist aber auch erstmal egal. Sehr gut. Was ist denn das für ein pinkes Ding hier drin, Alter? Das ist ja eine komplette Farbseuche. Eieieiei. So. Aber wir haben viele rote Komponenten hier drin. Aber da geht, denke ich mal, auch ein bisschen... eigenhändig schwarz, würde ich sagen. Obwohl ich sehe, das Ding ist eh nicht modular hier. Oder jedenfalls wirkt es nicht so. Aber Hauptsache dieses pinke Etwas mal hier raus. Wir haben ja einen Wiederverkaufswert jetzt schon von 990. Die TI sind ja eigentlich alle in Ordnung. Problem ist, das Gehäuse bietet nicht wirklich aktiv Platz für eine Wasserkühlung. Muss man halt auch dazu sagen. Also ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht auf die Schnelle wo. Wir könnten hier keinen Radiator ranbauen. Weil das hier komplett miteinander verbunden ist, das Ganze. Ich glaube, das kriegen wir auch generell nicht raus. Gucken wir mal, ob der Bootvorgang hier funktioniert. Ah, dann können wir das wenigstens noch ein bisschen ummodden. Und daraus noch ein bisschen Profit ziehen. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir eh schon hier in Rot sind, können wir das so machen.
Aber den hier komplett in der Road. Na, sieht ein bisschen nachher was aus. Sehr schön, sehr schön. Brauchen wir keine weiteren Aufkleber mehr hier drauf. Dann können wir den hier nämlich zum Verkauf stellen. Der kriegt noch einen neuen Namen. 2x1080 Ti UC Gaming. So. Dann passt das. Neue Kabel habe ich eigentlich hinzugefügt, aber egal. Wir können das Ganze ja noch anpassen. Wasserkühlungskreislauf. Wir können die LEDs noch anpassen. Brauche ich jetzt auch alles nicht. Machen wir 1599. Wir gehen sogar noch ein bisschen unten drunter. Unter der UVP. Dass das Ganze so passt, wie es passt. Dann kann man auch verkaufen. Ja. Es läuft. Ich denke, krassen Gewinn, aber immerhin. So. Gut, dann haben wir das ja alles. Ja, wie bisschen. Dann können wir hier beenden. Sehr gut. Den haben wir verkauft für 65% Gewinn. Sehr gut. Das wird er zumachen. Dann haben wir jetzt hier alles mit drinne. Dann schnappe ich mir erstmal den hier wieder. Bam. Nee, ich wollte nicht die Rückseite. Die kann so bleiben. Ne. Danke. Da wollte ich jetzt den hier mit einfügen. Sehr gut. So, dann mal einmal laufen lassen. Dann soll der mal ja den Cinebench machen. Da habe ich erstmal Ruhe. So, gehe ich in den nächsten hier rein. Was haben wir hier? Wasserkühlung. Also, warte mal, dann passe ich den erstmal noch kurz an. Der ist E-Fahrer. Gar nicht umbauen müssen her. Himmel bei Sonnenuntergang. Sehr schön, das war aber ja glaube ich nicht alles, was der haben wollte, ne? Himmel bei Sonnenuntergang, achso, und Staub, hm. Oh, den Staub natürlich noch weg. So, Staubentfernung haben wir auch. Wirbel schön. Dann dürfte er in dem Sinne eigentlich zufrieden sein. Ich guck mal kurz, ob der noch bootet. Stand zwar da, aber sicher, sicher. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gehst du hier hin. Der Cinebench mittlerweile durch. Ja, 1589. Sehr gut. So. Sehr gut. Das hier hin. So, CPU mit angepasster Wasserkühlung. Mhm. Müssen wir einen Kühlkreislauf installieren aus einem CPU-Block, einen Pumpen, Speicherbehälter und bla.
So, dann fahren wir erstmal die Luftkühlung. Dann machen wir die Wärmeleitpaste hier weg. Sehr schön. Dann installieren wir das einmal. Neue Wärmeleitpaste in dem Falle hier mit drauf. Gehen wir wieder auf Installieren. Gehen wir wassergekühlte GPU-Blöcke. Wählen den aus. So. Dann gehen wir den Radiator. Der geht hier rein. Dann gehen wir auf die Pumpe. Dann Kabel. Dann verbinden wir den ganzen Spaß. Und dann werden wir die Rohrleitung legen. So. Und hier. Sehr schön. Dann machen wir noch die Kühlflüssigkeit. Ja. Sieht jetzt nicht allzu aufregend aus generell, aber ich glaube, die Karre hat eh kein RGB großartig drin. Sag mal, hat er eigentlich, warum hat er keine RAM-Sticks drin? Ah doch, hier, der hat der hat 8 Bänke insgesamt. Verstehe, verstehe. Sehr schön. Nudu. So, entfernt habe ich hier nichts. Das kann die Türe hier wieder zu. Und dann kann das Ding dementsprechend auch wieder mit abgestellt werden. Sehr schön. Gut, dann kann das Upgrade durch. Da bedankt er sich mit 5 Sternen. Sehr gut. Dann die Wasserkühlung. Da bedankt er sich dementsprechend auch mit 5 Sternen. Haben wir gerade mal 250 Gewinn gemacht. Das ist so viel war es jetzt nicht. Dann ist er hier auch dementsprechend zufrieden. 120 Gewinn. Und dann haben wir hier schon wieder unsere nächsten Schnäppchen und unseren Bälle. Und unsere nächsten 2 Aufträge. Jetzt lass mich doch hier raus, dankeschön. Und unsere nächsten 2 Aufträge. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was gibt's hier Neues? Oh, über 700 Euro Gewinn möglich bei diesem Rechner. Das ist natürlich recht ordentlich. 12.600K, 1080 Ti. Ja, da ist einiges möglich. Vielleicht bauen wir den in der nächsten Folge einfach mal ein bisschen um. Was ist denn hier defekt? Ah, die TIs sind defekt. Ja. Na, gucken wir mal. Werden wir, denke ich, mal hinkriegen. Schulden hier schon mal. Zack. Und stell den schon mal hier mit hin. Den, der sieht sogar recht relativ gut. Den könnte man sogar ein bisschen umbauen. Der hat ja sogar schon Wasserkühlung. Der hat eine AIO. Hat er mit drin. Ja, gucken wir mal. In dem Sinne, meine Hübschen, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.